Das oberösterreichische Derby zwischen Kehle Ried und dem FC Linz, das war von Wehmut begleitet. Denn die Rieder Anhänger, die dürften sich zwar über eine ganz tolle Saison freuen, aber der FC Linz, der lief zum letzten Mal zu einem Spiel ein. .000 Zuschauer sind heute Abend nach Ried zu diesem letzten Match des FC Linz gekommen. Die Innviertler ganz in Weiß vor der Pause von rechts nach links, gleich mit der ersten Möglichkeit. Hier ein Foul an Hansen, dem Dänen. Es fehlen bei den Riedern der gesperrte Drechsel und die verletzten Wegschien und Klinge. Rund 200 FC Linz-Anhänger sind zum letzten Spiel ihres Vereins mitgekommen und mit der ersten Möglichkeit hier Oliver Klasner, einer der Mittelfeldspieler der Rieder. Noch einmal diese Möglichkeit. Frede mit der Kerze und die Direktabnahme von Klasner. Die Innviertler machen in der Anfangsphase das Spiel, haben auch die besseren Chancen. Das ist wieder Klasner. Gut aufgelegt auf Hansen und Tor! 1:0 in der 10. Minute. Obe Hansen macht sein viertes Saisontor, wird ja bei den Riedern bleiben. Hier gratuliert Roland Kramer, der geschlagene Linzer Tormann Pavlovic. Noch einmal nicht abseits. Guter Pass, freigespielt Hansen. Und hier sehen wir, dass Pavlovic den Ball noch berührt, aber es steht 1:0 für Ried. Und noch einmal dieser Treffer durch Obe Hansen. Die Rieder haben ja kein einziges Heimspiel im Frühjahr verloren. Eine Riesenbilanz, 6 Siege, 2 Unentschieden. Und dann der FC Linz, erstmals gefährlich, hier mit Brenner an die Querlatte. Noch einmal Husbeck, Kiesenhofner, der den Verein verlassen wird, wehrt kurz ab und Brenner an die Querlatte. Und Hubert Baumgartner, er ärgert sich natürlich, dass daraus kein Tor geworden ist. Ja, lebt der FC Linz doch. Die Fusion ist ja klar, ist ab morgen perfekt zum LASK Linz. Die Seiten sind gewechselt. Frené, Kopfball und Tor. Ewald Brenner, 47. Minute. Das ist der Ausgleich für den FC Linz. Das 7. Saisontor von Ewald Brenner, der auch von Rapid umworben wird. Aber auch LASK Linz möchte ihn haben. Noch einmal diese Aktion, Frené Flanke und guter Kopfball von Ewald Brenner. Und auch dieses Tor noch einmal setzt sich hier durch gegen 2 Verteidiger. Und das ist der Ausgleich 1:1. Der Konter der Rieder. Den Fall, da gibt es die gelbe Karte für Frede. Freistoß für Ried. Chuck fehlt ja beim FC Linz. Er ist gesperrt und abgefälscht und Tor. 56. Minute. 2:1. Ried wieder in Führung. Der Torschütze Boris Kitka. Normalerweise Libero, heute im Mittelfeld aufgestellt. Stanisajewicz spielt Libero. Und hier sehen wir, dass der Ball deutlich abgefälscht wird. Keine Chance für Pavlovic. 2:1 auf alle Fälle für Ried. Das Stadion mittlerweile auf Klaus-Reutinger-Stadion, einem erfolgreichen Trainer, umgetauft. Und dann etwas Lustiges. Stellungsfehler von Schiedsrichter Zauner. Stößt hier mit Petagnon zusammen. Und die Schlussphase. Marlena, Günther Zeller, Popovic und Tor. Aber was ist los? Der Schiedsrichter pfeift ab. Er gibt den Treffer nicht. Hubert Baumgartner kann es nicht fassen. Wir werden in der Wiederholung sehen. Ein ganz klarer Treffer wird hier dem sich auflösenden FC Linz noch gestohlen. Klarer Treffer von Popovic. Ried gewinnt aber 2:1. Der FC Linz ist ausgezogen. Er hat sich aufgelöst. Ried gewinnt 2:1. Es macht mich einfach traurig, dass der Verein, bei dem ich 12 Jahre jetzt gespielt habe, einfach von der Bildfläche verschwindet. Ich bin traurig, aber das sind Sachen, die können wir Spieler einfach nicht entscheiden. Ein ganz bitterer Abschied von dieser Saison und von einem Verein, der lange zur ersten Spielklasse gehört hatte, auch einmal Meister war, damals noch Föst Linz, später dann FC Stahl Linz, und der FC Linz hat also jetzt zu existieren aufgehört.